Über eine Viertelmillion Studenten gibt es in Hessen und viele von ihnen haben seit anderthalb Jahren keine Uni mehr von innen gesehen, seit Beginn der Corona-Pandemie. Heute ist jetzt Vorlesungsbeginn für das neue Wintersemester und endlich ist das meiste wieder normal. Man darf wieder in Veranstaltungen, Seminare rein, in die Mensa, in die Bibliothek. Viele Unis setzen auf die 3G-Regel, auch Marburg. Hinter mir das Studentenhaus hat mir die Vizepräsidentin der Marburger Uni, Professorin Evelyn Korn, erklärt. Wir werben natürlich um alle Studierenden, dass sie sich beteiligen und impfen. Die Quote ist auch schon sehr hoch mit etwa 95%. Und für alle anderen bieten wir Selbsttests unter Aufsicht für den Übergang an, denn wir wollen, dass alle gut ins Semester kommen und an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Große Vorlesungen sind oft noch digital hier in Marburg, aber auch an anderen hessischen Uni-Standorten. Und das eine oder andere wird auch bleiben. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass die digitale Welt andere didaktische Möglichkeiten hat. Internationale Seminare, Podcasts, stattschriftlichen Arbeiten für die Studierenden, andere Gruppenarbeiten. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren noch viel Schönes lernen. Welche Regeln an welcher Uni gelten jetzt zum Start des Wintersemesters 2021/22 auch bei uns in Web und App?